Wir fahren fort mit dem letzten Projekt, aber auch einem, das es in sich hat. Bitte schön. Okay, hallo, wir sind Michelle, Joshua und Judith. Wir haben an diesem Wochenende Johnny the Trashschweine entwickelt. Wie wir an diesem Bild gut erkennen können, sind echt viele Strände als auch Meere an Überfluss am Müll. Und um dieses Problem zu lösen, haben wir halt Johnny the Trashschwein erfunden. Ach ja. Ja, um den Müll erstmal zu identifizieren, haben wir uns überlegt, wir könnten vielleicht Bilder dazu benutzen. Und um den Müll auf diesen Bildern zu erkennen, das muss ja auch irgendwie funktionieren, haben wir ein neuronales Netz benutzt. Das erklärt Joshua gleich nochmal genauer. Und um dieses neuronale Netz anzulernen, braucht man ganz, ganz viele Bilder. Und diese muss man dann unterteilen in darauf kann man Müll sehen und darauf kann man keinen Müll sehen. Und dann kann das System danach an einem neuen Bild erkennen, ob dort Müll zu sehen ist oder nicht. Ja, das Netz besteht aus ganz vielen sogenannten Nodes. Also während des Trainings bekommt das Programm ein Bild und versucht dann aus dem Bild einen Output zu brechen. Also in diesem Fall, entweder ist auf dem Bild Müll zu sehen oder nicht. Und während des Trainings rät das Programm dann halt sozusagen. Und wenn es das richtig hat, beziehungsweise falsch hat, passt es dann halt dementsprechend die versteckten Berechnungen an. Der Vorteil von so einem Netz ist, dass es zum einen viel weniger Programmierarbeit erfordert, als wenn man alles von Hand programmieren würde, da das Programm selber lernt. Und zum anderen ist es auch so, dass einige Vorberechnungen schon gemacht wurden, zum Beispiel von Google, so dass man diese vorgerechneten Datensätze direkt nutzen kann, um eigene Netzwerke zu erstellen. Ja, das ist so das, was wir mit Johnny the Trashfinder eigentlich letztendlich noch erreichen wollen. Zunächst, der nächste Schritt wäre jetzt, die Metadaten aus den Bildern, hatten wir ja vorhin auch schon mal, zu analysieren und sie auf einer Karte einzutragen. Diese Karte, die Sie da links sehen können, die ist von Litterbase, einer Plattform oder einer Seite, auf der so Müllorte gesammelt werden, von die in wissenschaftlichen Publikationen erwähnt sind. Es sind allerdings häufig größere Müllansammlungen. Wir würden es halt auch gerne dann ein bisschen kleinere Müllansammlungen hinbekommen, sodass dann die Drohne dorthin fliegt und den Müll aufsammelt. Also das ist dann so das, was dann mit vielleicht noch erreicht werden soll. Und für die ganz vielen Bilder haben wir uns aus dem Internet Datensätze rausgesucht. Das sind da unsere Quellen. Und was wir vielleicht auch noch überlegen, ist mit der Gruppe, die wir vorhin schon dran waren, NatureGuard. Die machen ja auch Bilder, auch von Müll. Und dass wir vielleicht eine Schnittstelle mit denen bauen können, dass wir sozusagen deren Bilder bekommen, damit unser System daraus lernen kann, beziehungsweise auch die Drohnen dorthin fliegen können, wenn die Leute den Müll dann doch nicht aufgesammelt haben. Ja, warte. Ja, und jetzt wird Joshua nochmal eine Live-Demo versuchen und mal gucken, ob das System alle Bilder richtig erkennt. Also wir haben jetzt hier ein paar zufällig ausgewählte Bilder, die in das Programm eingeführt werden. Ja, ich führe einfach mal aus. So, man sieht jetzt hier auf dem Bild ist eine Menge Müll zu sehen. Und als oberste Kategorie, was das Programm denkt, dass es am wahrscheinlichsten ist, wird auch Trash, also Müll, angezeigt. Jetzt haben wir noch ein paar weitere Beispielbilder. Hier, man sieht, es ist kein Müll und es funktioniert auch. Es wird angezeigt müllfrei mit Ü. Und hier noch mehr Bilder. Hier kein Müll wieder zu sehen. Genau. Auch wir wollen diesen kurzen Moment einmal nutzen, uns bei allen zu bedanken, vom Orga-Team bis zu den Zuschauern, aber vor allem auch bei den Mentoren. Johannes, der uns bei dem Deep Learning unterstützt hat, aber natürlich am allergrößten bei Bastian, der uns das ganze Wochenende lang unterstützt hat und dass er das überhaupt mit uns ausgehalten hat. Thank you.